Teilnehmerrekord beim BTTC Grün-Weiß. 66 Spielerinnen und Spieler kamen am Pfingstwochenende zum 6. LK-Turnier zusammen. Wir sind heute hier im BTTC Grün-Weiß in Lichterfelde und heute findet das 6. LK-Turnier bei uns statt. Zum 6. Mal schon lud der Club in Lichterfelde zum gemeinsamen Tennis ein. Spiel, Spaß und Emotionen standen auf dem Programm. Da habe ich natürlich vorher trainiert ein bisschen, also mit der Mannschaft, mit meiner Mannschaft bei Mariendorf halt. Und ja, Glück gehabt, dass ich gestern frei hatte, deswegen dieses Wochenende auch gewählt, dass man ein bisschen Zeit hat. Hier versuchen Sie dann das, was Sie im Training trainieren, hier abzurufen. Auch mit nur vereinzelten Sonnenstrahlen konnten hier 36 Herren und 30 Damen ihr erlerntes Können auf 8 Sandplätzen unter Beweis stellen. Dem Tennisspieler ging es neben der Freude am Sport auch darum, die eigene Leistungsklasse zu halten oder sogar bestenfalls in der LK mit den nötigen Punkten aufzusteigen. Im zweiten Satz bin ich gut zufrieden, weil da konnte ich von Rückstand von 1-5 noch aufholen und konnte auch eigentlich besser aufschlagen, also besser als der erste Satz. Mit dieser Leistung noch nicht, aber ich kann mich dann im nächsten Spiel ja hoffentlich noch deutlich steigern, wenn ich nicht gegen die Jugend, sondern gegen einen altersgerechten Partner spielen kann. Vertreten waren nicht nur Vereinsmitglieder des BTTC Grün-Weiß, sondern auch Spielerinnen und Spieler von außerhalb. Deshalb war es umso wichtiger, dem Besuch eine tolle Atmosphäre auf der Anlage zu bieten. Dies gelang auch. Spielerinnen und Spieler waren sichtlich erfreut über den familiären Umgang miteinander, ebenso über das gesamte organisatorische Umfeld. Jedes Mal ganz hervorragend, die Auslosung war toll, die Organisation insgesamt toll, die Anlage ist in gutem Schuss, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir gefällt es sehr gut hier, die Leute sind nett, die Mitspieler sind nett, die Veranstaltung, Gastronomie ist offen, man kann sich da was besorgen, also Getränk besorgen, alle sind freundlich. Wir haben alle Spieler unterbringen können, die sich angemeldet haben und es gab kaum Absagen, kaum Verletzte. Nach dem erfolgreichen Pfingstwochenende geht es am Pfingstmontag direkt weiter mit dem nächsten Turnier des BTTC Grün-Weiß. Es ist wieder Zeit für das Schleifchenturnier. Seid also dabei.